Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Diablo 3. Wir wollen in die Hallen der Agonie. Oh ja, auch mal optisch wieder was Neues. Das Böse versteckt sich hier nicht. Ja, sieht doch aus wie in der Hölle, also von daher. Optisch stelle ich mir so die Hölle vor. Uah. Tja, ein Rechtsklick reicht und alle sind geblendet. Was soll das eigentlich hier? Was macht ihr da eigentlich? Passive Fertigkeit. Okay, gucken wir mal. Passiv. Jeder verbrauchte Punkt Geisteskraft heilt euch um 2,6 Leben. Das heißt, ich heile mich, indem ich angreife? Aber die Geisteskraft plus 100 ist eigentlich besser. Ja. Ich bleib bei Geisteskraft plus 100. So, dann haben wir hier einen Gleichmut. Ihr werdet 3 Sekunden lang immun gegen alle Angriffe und Kontrollverlusteffekte. Das ist ja geil. Das lege ich mir auf jeden Fall auf Taste 1. Wo sind wir denn? Ja. Und dann hatten wir noch irgendwas Neues. Nö, doch nicht. Egal. Also wenn ich jetzt die 1 drücke, bin ich kurze Zeit unverwundbar. Wo kommen die denn her? Kommen da unendlich her? Dann könnte ich den Söldner nämlich einfach trainieren lassen, stundenlang. Während ich gar nicht zugucke. Als ich jung war, hörte ich Geschichten über den Sturzkönig Leorix. Aber es mit eigenen Augen zu sehen, das ist etwas ganz anderes. Okay. Tja, als er jung war, hat er erfahren, dass Leorix mal gestürzt ist. Eieiei, Obstkörper. Was kommt denn hier schon wieder an hier ran? Wir müssen uns blenden lassen. Jo. Das, was mir ein bisschen Angst macht, ist, dass ich irgendwas von Level 1 gelesen habe, oder? Das könnte dann wieder ziemlich lang werden. Ich bin überzeugt, dass eine übelwollende Macht sich bemüht, mir die Kontrolle über meine Gedanken zu entreißen. Stimmen befehlen mir entsetzliche Handlungen. Manchmal scheine ich die Gewalt über meinen Körper zu verlieren. Lazarus weiß Bescheid, so viel ist klar. Er blickt mich auf seltsame Art an, wenn er mich abgelenkt wähnt. Ich bin nicht so weit. So, das heißt, das mal probiert mir in 3 Sekunden Unverwundbarkeit. Das ist ziemlich geil. Ein würdiger Gegner. Ja, schlecht war der Gegner nicht. Ja, es ist so ein Geschnetzel hier. Das ist so genial. Ich würde sagen, ich decke das hier mal weiter auf und dann sage ich euch Bescheid, wie sie aussah. Ihr seht ja ungefähr, wie man sich das jetzt optisch vorstellen kann. Und da, das wäre fast zu gut gewesen. Kann.
Da wollte ich gerade schneiden und dann komme ich hier in so einen Raum. Das wollte ich euch nicht vorenthalten. Wie ich hier richtig Prügel beziehe fast. Auch wenn meine Berater mich bitten, die Entscheidung rückgängig zu machen, ich werde die Hinrichtungen der Verschwörer durchführen. Vielleicht sorgen sie sich bereits, dass ich als nächstes sie ins Auge fasse und ihre ruchlosen, verräterischen Pläne aufdecken werde. Nur Lazarus kann ich noch trauen. Oh mein Gott. Haben die sich gerade gegenseitig bekämpft? Oh Mann, ey. Da oben muss ich auch nochmal lang, hier muss ich nochmal lang. Naja, okay. Schaut euch das an. Oh nee, sowas können die auch. Wird bald wieder Zeit zum Verkaufen, das kann ich euch jetzt schon sagen. Ich bin nicht bereit. Was sagt ihr dazu? Auf jeden Fall muss ich jetzt mal zurück in die Stadt. Also ich wurde gerade mal erhackt, so schlimm ist es nicht. Hab 30 Leben verloren. Täter, hier 27, also. Im Endeffekt sieht es schlimmer aus, als es ist. Gibt es erstmal wieder ein bisschen Prügel hier. Ja, ich habe ein paar nette Gegenstände gefunden, zum Beispiel Stiefel mit Verteidigung 42 statt unserer vorigen 28.
Ja, ist immerhin etwas. Also war jetzt nichts Spektakuläres. Wow. Wo ich sagen würde, das muss man zeigen. Oh. So, dann erforsche ich mal hier weiter. So, hier geht es zu den Hallen der Agonie Level 2. Das Ganze sah dann so aus, dass wir hier reinkamen. Ich bin ja dann hier außen rumgelaufen und dann hier oben lang. Ja, eigentlich nichts Spektakuläres, aber es hat trotzdem irgendwie Ewigkeiten gedauert, wie immer bei mir. Gehen wir mal rein in die Hallen der Agonie Level 2. Gebt euch zum Hochlandpass. Och nee. Ups. Das Böse versteckt sich hier nicht. Das haben wir schon mal festgestellt. Uiuiui. Ich bin noch nicht wieder bereit. Ja, wie gesagt, wie die hier alles wegkloppt jetzt, das macht richtig Laune. Spielt sich irgendwie eigentlich mehr wie ein sich selbst heilender Barbar. Ihr seht, der Level 2 scheint sich nicht von Level 1 zu unterscheiden, optisch und so. Das heißt, ich werde das wahrscheinlich mal wieder ein bisschen aufdecken ohne euch und dann im Endeffekt euch zeigen. Guck mal hier, eine Ratte. Bei allem, was das sind sogar zwei. Ist, seht ihr den Feind da drüben? Na, was ist mit der Ratte? Ah, nicht hauen, Bruder. Ja, falsche Tasten. So, blenden wir den mal und verprügeln wir den. Hallo, ich wollte hier die Ratten präsentieren. Könnt ihr euch mal verziehen? Hm. Vielleicht sind mir die Ratten auch nur noch nie aufgefallen und waren schon immer da, aber ich fand's jetzt spektakulär. So. Ah, da sind sie ja wieder. Wir haben sogar kleine und große Ratten. Obwohl die Ratten größer sind als Katzen. Naja. Schaut mal, hier brennt alles. Was auch immer das jetzt hier zu bedeuten hat. Ich bin ja schon wieder am Aufsammeln und so. Tote Wache. Geht nochmal an. Boah. Habt ihr das gesehen? Wenn nicht, spult zurück und schaut euch mal die Folterbank hier an. Hier kommt wieder alles rausgekrochen, ne? Dann kann ich wieder nicht schließen. Den Ausgang habe ich übrigens schon gefunden. Ich erforsche nur weiter momentan. Sah geil aus. Guckt es euch nochmal an. In Zeitlupe. Hier ist auch noch eine Guillotine. Guillotine. Cool. Am Hintern der Welt habe ich den Wegpunkt entdeckt und das Ding ist so groß hier, dieses Level schon wieder. Also, ich habe noch ein bisschen was zu entdecken. Ich habe endlich den dunklen Einfluss abgeschüttelt, der mich überwältigen wollte. Und sehe die Dinge nun vollständig klar. Diese Verschwörung der anmaßenden Dorfbewohner, die mich durch Albrechts Entführung schwächen wollten, wird Konsequenzen haben. Vielleicht werden sie vernünftig, wenn sie die Köpfe ihrer Frauen und Kinder auf Spießen sehen. Also hier gibt es auf jeden Fall lustige Brenngitter. Oh. Kann man Zombies verbrennen drauf? Sonst nichts Neues. So, das waren dann die Hallen der Agonie. Der ganze Spaß hat hier oben angefangen. Hier war der Wegpunkt, hier geht's raus. Hier waren einfach nur Sackgassen. Und es ist wirklich krass, wie groß manche Dinger sind, obwohl es auf der Karte so klein wirkt. Boah, na gut, wir haben auch mal wieder unsere Viertelstunde zusammen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Diablo 3. Bis dann, euer Nobby.